Hallöchen, meine lieben Freunde, mich nennt man Lonely Pixels. Für die, die es jetzt erst eingeschaltet haben, wir spielen wieder The Witcher 2. Könnten interessant sein. Und ja, Geralt labert wieder ein bisschen vor sich hin. Nachdem das Spiel also beim letzten Mal abgestürzt ist, habe ich mir gedacht, komm, hier machen wir noch einen Versuch. Ich habe schon wieder vergessen, welche Taste man drücken musste, damit man in dieses komische Menü kommt. Ich glaube, Y war es. Nee, Y war es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. C war es auch nicht. War es... Es ist eine gute Frage. Also wir klicken hier uns jetzt mal ein bisschen durch. Bloß keine Dummheiten. Chill, ich mach doch gar nichts. Vielleicht sollte das man Schwert die... wird nicht gezogen. Verstanden. Tut mir leid, war nicht ganz meine Absicht. Nicht ganz. Aber wir müssen immer noch herausfinden, wie wir dieses Dingens da... Na komm, irgendeine Taste muss es doch sein. Nee, das packen wir wieder weg. Ah, welche Taste war das denn? Ich habe keine Ahnung. Also laufen wir ein wenig dumm in der Stadt rum. Ich versuche währenddessen alle möglichen Tasten zu drücken. Das lassen wir mal. Also H ist tabu. Und nö. Wirklich keine Ahnung. Da ist es doch. Hier. Steuerung. So, wir warten die Zeit ab. Wir müssen warten bis zur Abenddämmerung mindestens. So. Dürfte jetzt Abend sein. Ja, Abenddämmerung ist. Sieht zumindest so aus. Ihr wollt Monster töten, da bin ich leider nicht dabei. So, der Typ schon. Matthias. Oh, wirklich? Okay. So, ist auch egal. Wir gehen jetzt erstmal hier zu unserer Quest. Und da müssen wir natürlich jetzt erstmal hier lang. So, wir dürfen nicht rein. Vielleicht müssen wir doch bis abends abwarten. Deswegen hier, zack, Zeit abwarten bis zum Mitternacht. Und das Spiel hängt nicht. Nein, das Spiel hängt nicht. Das ist sehr gut. So, die Typen sind noch da. Ich würde mir gerne diese Kiste hier öffnen. Aber gut, immer noch verschlossen. Vielleicht kann man ja mit dem Wachen reden. Was ist? Der Kommandant will mich sprechen. Genau. Waffe hier lassen und reingehen. Ach, komm schon. Pass bloß gut auf sie auf. Sie ist sehr wertvoll. Dass man immer die Waffen drin Warte, lassen Wolf. Muss. Ich habe auch mit dem Kommandanten zu reden. Wird's heute noch was? Hör mal du, ich bin Offizier, du ein gewöhnlicher Gemeiner. Wenn ich will, dass du... Rosch, komm schon. Oh Mann, ey, immer diese Zicken. Zickerei, Zickerei hier, Zickerei da. Tscha, tscha, tscha. So, wir sind also jetzt drin. Kann nur die Anlegestelle gegen keinen besoffenen Holzfäller halten. Von Jorvetgarn. Die Balliste. Dieser Sack hat die Balliste. Weißt du, was für eine Waffe das ist? Wer hat die Balliste? Rahmen mit federnden Eisenplatten. Rosshaarsehne. Das Ding kann schwere Bolzen 1000 Schritt weit schleudern. Ja, aber nicht Man immer... Man kann zweimal pro Minute abfeuern, aber nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Wegen des Rückstoßes. Hab ich Ach ja, der gute alte du König. Kennst dich aus? Ich kannte jemanden, der Bescheid wusste. Oh, ja. Wie dem auch sei, ich muss sie unschädlich machen. Sonst sind wir Loredo ausgeliefert. Die sind alle sturzbesoffen. Ich provoziere die Wache. Langsam, Rosch. Nicht gleich die nächste Keilerei. Solange die Balliste ballern kann, segelt keiner ohne Loredos Erlaubnis den Ponta entlang. Das ist doof. Ich kümmere mich drum. Du geh was trinken. Du geh was trinken. Los. Besauf dich wie die anderen. So hab ich mich schon lange nicht Die alle wachen. Siehst du wohl. So, finde eine Möglichkeit, die Balliste zu deaktivieren. Es sind einfache Bauern, die sie in Uniform gesteckt haben. Jetzt krieg ich deine Mutter dran. Juhai, das wird ein Spaß. Was ist das denn für ein... Habt ihr genug gesungen? Soldat Loreus. Jetzt wird's Zeit für ein anderes Vergnügen. Der da pustet sich vielleicht auf. Klappt wohl... Schnüffeln hier rum wie Hunde im Abfall. Na gut, die wollen mir nichts sagen. Fremde! Sei gegrüßt. Kann ich... Okay, ja auch nicht. So, Hallöchen. Nimm dich der Balliste an, Geralt. Oh, schau mal, da ist auch eine Wache. Hallöchen. Kein Durchgang! Tut mir leid, chill. Chill, chill. Meine Fresse. Der nimmt das aber ganz schön ernst hier. So. Loredo ist mit dieser Hexe Sheila zugange. Komm später wieder.
Ach, komm schon. Geralt, komm runter, wir müssen reden. Okay. Sprich mit Veron, Roche. So. Du, wir gehen mal runter hier. Okay. So. Ja? Wir wollten uns unterhalten. Warten wir, bis die gnädige Frau mit dem gnädigen Armleuchter fertig ist? Wäre doch schade um die Zeit. Offenbar haben sich sämtliche Wachen Flotsams hier versammelt. Das sind alle? Gucken wir uns lieber um so lange. Ist dir der Schütze hinterm Haus aufgefallen? Ja. Ich lenke ihn ab. Versuch du es zur Rückseite der Residenz zu schaffen. Wollen doch mal sehen, was die so bewachen. Ja, durchaus. Verzeiht ihr Herren, zufällig habe ich euer Gespräch mitbekommen. Worum geht's? Eigentlich habe ich ein Anliegen an den Hexer. An mich? Ich habe euch einen Vorschlag zu machen. Dann schieß mal los. Einen Vorschlag? Erzähl. Vermutlich bist du nicht zu deinem Vergnügen hier. Nee, nicht ganz. Da vermutest du richtig. Hast du schon vom Ungeheuer im Fluss gehört? Mir ist da was zu Ohren gekommen. Früher oder später wirst du gewiss den Auftrag bekommen, es zu töten. Man darf weiterhin annehmen, dass... Genug Annahmen und Mutmaßungen. Spuck aus, worum es dir geht. Unser braver Hausherr besitzt einen Teil der Falle, die man speziell für diese Bestie vorbereitet hat. Bin ganz Ohr. Hinterm Haus hortet Loredo allerlei Schätze, die er Kaufleuten und Reisenden abgeknüpft hat. Leider ist es sehr viel Kram. Sicher weißt du, wo genau ich suchen muss. Ja, die Soldaten des Kommandanten haben die Kiste mit dem Gerät in den Garten geschleppt und auf einer Plattform direkt an der Mauer zum Handwerkerviertel abgestellt. Okay, klingt Warum interessant. Warum erzählst du mir das? Weil wir das Untier loswerden müssen, so schnell es geht. Viel Erfolg. Gut, ich kümmere mich um die Wache. Du schleichst dich vorbei. Ach ja. So hab ich mich schon lange nicht mehr. Also, irgendwas mit Falle. So, jetzt beeil du dich mal hier. Soldat, zu mir! So, wir schleichen uns hier vorbei. Und... Dieben hackt man hier die Hand ab. Verdammt! Die Latrine ist aber wirklich gut versteckt. Dein Glück, dass der Kommandant dich sprechen will. Gehen wir. Was, der will mich sprechen? Man hat den Hexer im Garten gefasst, Kommandant. Her mit ihm und lass uns allein. Zu Befehl. So geht's auch. Wir haben gerade ein gewisses Problem erörtert. Du kommst auch in Geschäften? Der Kommandant will mich sprechen. Dann lasse ich euch allein. Auf Wiedersehen. Tschüss. Na, endlich. Sie wollten mich nicht vorlassen, solange die Zauberin hier war. Ah, so geht's auch. Hast du sie gesehen? Angemalt wie eine Marketenderin beim Vormarsch. Zauberinnen meinen, sie könnten sich alles leisten. Ich habe gehört, was in Temerien geschehen ist. Du wirst steckbrieflich gesucht. Was habe ich denn gemacht? Hässliche Sache. Aber vielleicht werden wir uns einig. Ich vertrete hier das Gesetz. Ich muss wissen, was der legendäre Weiße Wolf am Arsch der Welt sucht. Ja. Ich suche den, der schuld ist an Foltests Tod. Was? Hier? Die Skoyatel hatten ihre Finger im Spiel. Und ihre Spur führt nach Flotsam. Ein Glück, dass du auf Bernhard Loredo gestoßen bist. Wenn Jorvet wirklich das Blut des Königs an den Händen hat, helfe ich dir, ihn zu erwischen. Oh, das ist sehr, sehr gut. Mich interessiert allein der Königsmörder. Ein riesiger Kerl, kaum mit jemandem zu verwechseln. Hat er? Ja, er hat Foltest getötet. Und nun verkriecht er sich in diesen Wäldern. Dieser Mistkerl. Da sollten wir ihn doch zu fassen kriegen. Du bist doch hoffentlich auf unserer Seite. Welche Seite ist das? Die der Menschen von Flotsam, die seit Jahren von Elfenbanden terrorisiert werden. Oh. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Die Begegnung mit Jorvet war beinahe tödlich für uns. Diese verfluchten Eichhörnchen wagen sich immer weiter vor. Vor allem Eichhörnchen, warum? Zur Sache, Kommandant. Du bist ein Hexer. Du beschützt einfache Leute vor Ungeheuern. Oh ja. Und ich beschütze sie vor der Gefahr, die sich unter den Bäumen verbirgt. Du hasst die Anderlinge. Ich hasse Jorvet. Feiglinge hasse ich, die Wehrlose niedermachen, statt sich Soldaten zu stellen. Diesen Hund, der da bellt, er kämpfe für die Freiheit, während er Frauen und Kinder metzelt. Er ist ein Ungeheuer, Geralt.
Eine böse Macht, vor der ich die Leute beschützen muss. Wer so einem Ungeheuer hilft, der ist selbst eins. Da gebe ich dir recht. Schon gut. Ich habe verstanden. Du sollst ihn nicht töten. Ein ganzes Kommando ist selbst für dich zu viel. Ich hätte da eine Idee. Aber davon später. Die Eichhörnchen brüten was aus, rücken immer weiter zur Anlegestelle vor. Offenbar wollen sie die Barke im Hafen attackieren. Was ist eine Barke? Was hat es mit der Barke auf sich? Sie soll Banditen, Mörder und Vergewaltiger ins Gefängnis von Drakenborg bringen, sobald... Sobald sie um ihren berüchtigten Anführer ergänzt sind. Mit der Kirsche auf der Torte, der großartigsten Trophäe des Bernard Loredo. Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Yay. Mit einem Jorvet in Freiheit können Menschen, Elfen und Zwerge nicht miteinander leben. Ich muss die Pläne dieser Eichhörnchen erfahren. Wie sollte ich die kennen? Unterschätz mich nicht, Hexer. Ich habe meine Vorurteile, aber die machen mich nicht völlig blind. Nehmen wir deinen Freund Soltan. Er hatte Kontakt mit Jorvet. Soltan soll mir helfen. Er darf doch die Stadt nicht verlassen. Vertrauen, Geralt. Muss man schrittweise aufbauen. Wir haben da ein Problem, bei dem du uns helfen könntest. Eine Bestie, der Kairan genannt, blockiert unseren Hafen. Das heißt, die Stadt erleidet Verluste. Töte das Monster und die Verbrechen deiner Freunde sind vergessen. Ja. Dann kann dich Soltan zu Jorvet führen. Warum lässt er ihn nicht einfach so raus? Mann. Mal sehen, was ich herausfinde. Gut. Mögest du Flotsam den Frieden bringen, auch wenn du Stürme entfesselst, wo immer du erscheinst. Lass das Städtchen nicht im Stich, Geralt. Werd ich nicht, keine Angst. So, gut. Also, wir müssen dieses verdammte Scheißding töten und vorhin hatten wir ja was gehört von wegen hier so Falle und so. Ja, am besten suchen wir die mal eben. Aber wo? Wo könnten wir anfangen zu suchen? Erstmal raus. Öffnen. Wo sind wir denn jetzt? Kein Durchgang. Ach komm schon. Komm. Dann nicht. So, also, raus hier. Hallöchen. Vielleicht finden wir jetzt was dahinter. Ich hoffe ja mal. Kein Durchgang. Ach komm schon. Kann doch nicht sein. Gut, da darf ich also auch nicht lang. Fremde. Verschlossen. Kann ich nicht ausstehen. Aber hier hinten, ich muss ja mit dem Typen hier reden, mit dem Rocher. Da ist er doch. Dieser Drecksack hat mich nicht reingelassen. Wobei, dahinter ist was. Dahinter ist etwas. Vielleicht, wenn ich den abschlachten ist keine gute Idee. Vielleicht gehen wir nochmal rein. Vielleicht können wir hier dann überreden oder sowas. Das wäre theoretisch möglich. So, Tür offen. Laufen. Da hockt er doch. Was gibt es Neues, Hexer? Ganz schön viele Soldaten für eine kleine Faktorei. Die Handelswege ziehen Räuber an wie Scheiße fliegen. Nur Soldaten können für Sicherheit sorgen. Wir sind die letzte temerische Siedlung in diesem Land. Und wir lassen uns nicht von einer Bande Elfen verjagen. Okay, also der weiß nichts. Gut. Wie sieht's mit dem aus? Der weiß auch nichts. War ja klar. Sieht auch so aus. Warte mal. Hier, durchsuchen. Warum? Verschlossen. Huch, was passiert jetzt? Zutritt nur mit Erlaubnis des Kommandanten. Pack dich. Gut, ist okay. Also, wir kommen hier nicht weiter. Dort auch nicht. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist natürlich diesen Ort hier erstmal verlassen. Mehr sehe ich darin auch nicht. Also gut, laufen wir mal raus. Ah, da ist die Balliste. Vielleicht können wir ja... Halt dich hier nicht rum! Nee, die können wir so nicht zerstören. Das ist ein bisschen doof, ja. Gut. Also, auf jeden Fall, wir müssen hier erstmal raus. Bla, bla, bla. So. Verlasse die Residenz. Hallöchen! Wir sehen uns später. Denk an die Waffe. Ach ja, meine Waffe. Ich möchte gerne meine Waffe wieder. Entschuldigung, ich hätte gerne meine Waffe wieder. Ah, hier.
So, also meine Waffe. Mein Langschwert. Dankeschön. Mein kleiner Knüppel. Mein Knüppel. Meine Knüppel. Einäscherung. Na, wen nehmen wir mit? Welchen Knüppel nehmen wir? Nehmen wir den. Nehmen wir den. Ach nee, ist ein Silber. Ich Idiot. Also, wir können nur das Schwert ausrüsten. So, haben das Schwert. Was man machen könnte, wäre einen Schmied suchen. Geld oder Leben. Und er? Der uns eine neue Waffe schmiedet oder sowas. Guten Tag. Hallöchen. Ich möchte etwas kaufen, mein Freund. Wobei ich möchte nichts kaufen. Hat sich damit erledigt. Da hinten wäre noch ein grüner Punkt. Frag in der Schenke nach dem Flussmonster. Ja, dann sollten wir das mal machen. Ja, machen wir das direkt. So, müssen wir wieder dadurch. Hier, zack. So. Und ab in die Schenke. Da waren wir, glaube ich, schon mal. Ja, da waren wir schon mal drin. Auf jeden Fall. Guten Tag! So, die Texturen sind ein bisschen merkwürdig. So, jetzt sind sie geladen. Und ich würde mal vorschlagen, die Informationen erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. Also, ja, lasst doch einen Kommentar da und lauscht dieser wundervollen Musik. Was zur Hölle laber ich? Oh mein Gott. Also, man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein.